Ja! Okay, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von Fiedler's Atelier. Das ist auch ein sehr witziges Lied, verlinke ich euch. Das ist der ganz frühe FX Twin. Damals nannte er sich noch AFX. Und das ist ein cooles, lustiges Lied mit witzigen Nintendo-Vogelgeräuschen. Hat man das Gefühl, man zockt wie der Gameboy. Ja. So, zunächst mal hier mit dem Bild. Schaut euch das mal an. Also ich finde schon, das ist gut, wenn ich den Hintergrund immer dunkler mache. Fertig bin ich damit allerdings noch nicht. Immer noch nicht. Da muss ich heute Abend noch mal dran sitzen. Ich will nämlich, dass es noch dunkler wird. Und außerdem gibt es hier immer noch so ein paar schwierige Stellen, die ich noch ein bisschen nachbessern muss. Ja, was erzähle ich eigentlich heute? Ich war heute bei meiner Oma und habe ihr ein bisschen im Garten geholfen. Sie hat ihren Garten und sie hatte auch einen Teich mit zwei Fröschen im Teich. Und das ist doch echt schön, wenn irgendwie, sie erfreut sich dann da immer so an ihrer Natur. Und deswegen dachte ich, zeige ich euch mal meinen Garten, denn da habe ich auch was gefunden, was mich erfreut. Hier mitten in der Stadt habe ich hier so eine kleine grüne Oase und dort nisten zwei Tauben. Das sieht man zwar von hier nicht. Und ich mag das halt immer, wenn ich das alles so ein bisschen Natur belassen lasse. Also ich mache eigentlich ganz wenig im Garten. Ich räume auch kein Laub weg, weil das Laub ist ein guter Platz für Insekten, die sich dort dann verstecken können. Das habe ich auch noch nicht gezeigt. Ein Mobile. Ja, und als ich dann da bei meiner Oma so rumgeschnippelt habe, ist mir was aufgefallen. So, manchmal macht man so kleine Beobachtungen, und zwar die Beobachtung lautet kurz gesagt, jeder Mensch fährt irgendwie seinen ganz eigenen Film. Auch meine Oma. Meine Oma erzählt immer die gleichen Sachen von früher. Meine Oma ist manchmal so ein bisschen, dass sie oft auch die gleichen Geschichten erzählt. Aber es geht gar nicht so sehr darum, was Neues zu erzählen, sondern manchmal geht es darum, die immer gleichen alten Geschichten nochmal zu erzählen. Und bei jedem Male fällt ihr dann was Neues ein. Werden neue Details kommen dabei hervor und das ist dann irgendwie immer auch ganz, ganz witzig. Und außerdem, sie hat immer, also ich hatte da die Heckenschere und habe da bei ihren Bäumen geschnitten und sie möchte das immer, dass es alles ordentlich ist. Sie möchte immer zum Beispiel, dass so diese Büsche so rund geschnitten werden. Und dann habe ich gesehen, da gibt es, also überhaupt nicht mein Geschmack, ich würde niemals die Bäume so modellieren, dass die irgendwie so wie Kuben oder kubistische Formen aussehen, sondern ich mag es immer, wenn alles einfach so wächst, wie es eben wächst. Und dann habe ich mitten in diesem großen Busch, habe ich dann so eine Schlingpflanze gesehen, die da rausklettert und dann habe ich meiner Oma gesagt, hier guck mal, soll ich das auch abschneiden? Ja doch, schneid es ab, das ist Unkraut. So, nein, habe ich dann gesagt, das ist kein Unkraut, das ist eine ganz tolle Kletterpflanze und die hat eine ganz tolle Blüte. Ach so, ja, das ist eine super, die blüht und sieht total toll aus und das ist heute modern. Das ist heute modern, dass man auch diesen Pflanzen ihren Platz lässt. Ja? Und dann haben wir so angefangen, so ja, aber das ist doch Unkraut. So, nee, das ist einfach Kraut. Es gibt nämlich eigentlich gar keinen Unterschied zwischen Kraut und Unkraut. Eigentlich ist es bloß so eine Definitionssache. Also wenn einer daherkommt und sagt,
das ist Kraut, das will ich haben und das ist Unkraut, das ist da irgendwie reingekommen, das will ich nicht haben, dann ist das eigentlich nur irgendjemand, der da seinen Willen durchgesetzt hat und definiert hat, okay, das will ich haben und das nicht, dann ist das eigentlich nur ein Geschmack. Und ich finde, ein guter Geschmack ist es, wenn man sozusagen das, was einem so zugeflogen kommt, ja, wie die beiden Tauben, die jetzt bei mir im Garten nisten, die sind einfach irgendwann aufgetaucht, ich habe sie nicht gerufen und dann denke ich mir so, das ist doch irgendwie schön. Ich versuche mich einfach an das zu gewöhnen, was einfach von alleine kommt. Genauso ist es auch, wenn irgendwo eine Blume blüht, die ich jetzt gar nicht so, wo ich gar nicht, die ich nicht gepflanzt habe, dann freue ich mich irgendwie gerade nochmal. Also ich freue mich doppelt, weil das für mich eine Überraschung ist. Und das ist so mein Gedanke zu dieser Definition Kraut und Unkraut. Also letzten Endes glaube ich, ist es immer viel besser, die Dinge, die durch Zufall kommen, die einfach einem angeflogen kommen, dass man die einfach so sein lässt, wie sie sind. Ich glaube, die Kunst ist es nicht, einen eigenen Willen durchzusetzen, einen eigenen Geschmack durchzudrücken, sondern eher sich an etwas Neues zu gewöhnen, was man noch nicht kennt, was irgendwie angeflogen kommt vom Zufall her. Ja, das ist so meine Gartenphilosophie von heute. Ja. Und, ah ja, dann möchte ich euch nochmal was zeigen. Gehen wir nochmal ins Atelier. Wenn wir jetzt hier heute schon so viel über Pflanzen und Blumen und Botanik und Natur und so weiter reden. Hier habe ich auch eine tolle Pflanze. Diese, sieht man das? Eine richtig schöne Kletterpflanze, die blüht gerade. Mache ich mal wieder das Fenster wieder zu. Ja. Genau. Also insofern, manchmal ist der Zufall der beste Lehrmeister. Manchmal ist es besser, sich an etwas, was man noch nicht kennt, zu gewöhnen, als alles, was einem fremd ist, einfach zu verteufeln. Und ich muss auch sagen, so ein naturwüchsiger, ungepflegter Garten sieht doch irgendwie viel besser aus als so eine künstliche Landschaft, also irgendwelche künstlichen Formen, in die man die Natur reinzwängt. Ach ja, noch so ein kleiner Gedanke. Wenn man sich mal die Gartengeschichte anguckt und sich so europäische Gärten anguckt, also zum Beispiel so Schlossgärten von Versailles und so weiter, da ist es doch so, dass man versucht, die Natur, die eigentlich überhaupt keine Geometrie kennt, die Natur kennt keine Rechtecke, die Natur kennt keine Kreise und diesen ganzen Kram, sondern die Natur, die wächst einfach so vor sich hin. Und der europäische Gedanke war, man zwängt die Natur in eine Ordnung, in Geometrie und so weiter. Und da muss ich sagen, ist Asien, Europa doch irgendwie ein bisschen voraus. Denn die asiatischen Gärten, also vor allen Dingen so, ich denke da so an so japanische Zen-Gärten und so weiter. Da geht es nicht so sehr darum, die Natur in eine Form zu zwängen, sondern es geht eher darum, die Schönheit der Natur, so wie sie ist, einfach nochmal einzufangen und zu betonen. Also googelt doch mal so ein bisschen Bilder von japanischen Gärten und da sieht man, japanische Gärten sind eher wie so, das ist wie eine kleine Natur. Da sieht man kleine Berge, kleine Flüsse. Das ist alles so. Naja, in dem Sinne, macht's gut und wir sehen uns das nächste Mal bei Fiedlers Atelier.